Hallo meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um die Begriffe Kosten und Leistung. Was ist das? Also die zentralen Begriffe der Kosten- und Leistungsrechnung. Steigen wir direkt ein. Kosten, was stellen die eigentlich dar? Eine ganz wichtige Definition. Kosten werden als wertmäßiger Verzehr von Produktionsfaktoren angesehen. Also der wertmäßige Verzehr von Gütern und Dienstleistungen, die zur Erstellung und Verwertung der betrieblichen Leistung benötigt werden. Ebenso werden sie benötigt zur Sicherung der notwendigen Kapazitäten eines Unternehmens. Bei der Definition, die Sie hier auf diesem Chart sehen, sind insbesondere die ersten beiden Worte von zentraler Bedeutung. Denn sie sagen aus, dass sich bei dem Erwerb von Produktionsfaktoren keinesfalls Kosten entstehen im kosten- und leistungsrechnerischen Sinn. Es handelt sich also nicht um Kosten, wenn man einen Produktionsfaktor kauft, zum Beispiel eine Maschine. Erst wenn diese Produktionsfaktoren wertmäßig verzehrt werden, entstehen Kosten. Die reine Anschaffung eines Fahrzeugs für ein Unternehmen stellt also keine Kosten dar. Erst durch die Nutzung, also den Verzehr dieses Produktionsfaktors, entstehen Kosten. Die Nutzung, meine Damen und Herren, wird ja wiedergespiegelt dann in Form der Abschreibung. Da kommen wir aber später noch drauf, wie Abschreibung in der Kosten- und Leistungsrechnung getätigt wird. Allein die Anschaffung von Rohstoffen zum Beispiel stellt ebenfalls keine Kosten dar. Sie schlägt sich nur in der Bilanz wider. Beispielsweise für den Fall, dass das Geld für die Beschaffung der Rohstoffe vorhanden war und diese bar bezahlt werden, erfolgt also nur ein reiner Aktivtausch. Aus beispielsweise 10.000 Euro, die auf der Bank liegen, werden in der Bilanz 10.000 Euro in Form von Rohstoffen, die im Umlaufvermögen enthalten sind. Kosten entstehen erst dadurch, dass diese Rohstoffe im Rahmen der Produktion zur Erstellung von betrieblichen Leistungen verwendet werden. Zu unterscheiden ist der Kostenbegriff in pagatorischer Hinsicht und in wertmäßiger Hinsicht. Benutzt man den Kostenbegriff aus pagatorischer Sicht, so wird der wertmäßige Verzehr so bewertet, dass die Summe aller Kosten am Ende der Summe der getätigten Auszahlungen identisch ist. In der Kosten- und Leistungsrechnung, wie wir sie im Rahmen dieser Vorlesung betrachten, wenden wir diesen pagatorischen Kostenbegriff nicht an. Vielmehr konzentrieren wir uns auf den wertmäßigen Kostenbegriff, bei dem der Güterverbrauch so bewertet wird, dass die aus Sicht des Unternehmens tatsächlichen Kosten im Sinne eines betriebswirtschaftlichen Substanzerhalts beschrieben werden. Und was unter Substanzerhalt zu verstehen ist, meine Damen und Herren, haben wir in den bisherigen Screencasts schon mehrfach kurz erwähnt. Wenn der hiermit verfolgte Zweck der Kostenrechnung, der in einem frei wählbaren Wertansatz mündet, auch nachvollziehbar erscheint, so kann er doch für die betriebliche Praxis ziemliches Konfliktpotenzial beinhalten. Denn letztlich kann man trefflich darüber streiten, wo wohl der tatsächliche Wiederbeschaffungswert einer betrieblich genutzten Anlage liegen wird und welche Nutzungsdauer bzw. welches Abschreibungsverfahren den Wert des Verzehrs dieser Anlage am ehesten abbilden. Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Anlage schnell abschreiben, steigen dadurch Ihre Kosten. Schreiben Sie sie langsamer ab, sinken Ihre Kosten. Es kann also zu innerbetrieblichen Diskussionen kommen, welche Abschreibungsdauer spiegelt den tatsächlichen Werteverzehr dieser Anlage wirklich realistisch wider. Der nächste Streitpunkt könnte sein, wie hoch wird der Wiederbeschaffungswert dieser Anlage sein. Also verschiedene Punkte, über die man trefflich streiten kann. Mitarbeiter des Vertriebs, die die Kosten für die von ihnen vertriebenen Produkte lieber auf niedrigem Niveau sehen möchten, können dann vielleicht eher von langen Nutzungsdauern und niedrigen Wiederbeschaffungswerten für Anlagegüter ausgehen, denn das könnten ja wesentliche Faktoren sein, die die Herstellkosten beeinflussen. Mitarbeiter des Produktionsbereichs hingegen, die den Verzehr ihrer Produktionsanlagen eher vorsichtig und höher ansetzen, um genügend Mittel für ihre neuen Investitionen dann zu erwirtschaften, könnten hingegen eher zu höheren Wiederbeschaffungswerten und zu kürzeren Nutzungsdauern tendieren.
Leistungen, meine Damen und Herren, stellen das Ergebnis der Erfüllung des Betriebszwecks dar. Sie ergeben sich also aus dem Resultat der Kombination der betrieblichen Produktionsfaktoren. Hier wäre also zunächst die Absatzleistung zu nennen, neben der Lagerleistung und der sogenannten Eigenleistung. Unter Absatzleistung verstehen wir die Leistungen des Betriebszwecks, die an die Kunden des Unternehmens abgesetzt werden. Also die eigentlich zentralen Bestandteile des Betriebszwecks. Lagerleistungen beinhalten alle Leistungen, die ebenfalls mit dem Ziel, an Kunden abgesetzt zu werden, erstellt werden, aber sich noch im Besitz des Unternehmens, nämlich in irgendeinem Lager, befinden. Unter Eigenleistungen sind diejenigen Leistungen zu verstehen, die im Zusammenhang mit den aktivierten Eigenleistungen bereits besprochen worden sind. Meine Damen und Herren, die grundlegenden Definitionen von Begriffen, die wir in unseren Vorlesungen über die Kosten- und Leistungsrechnung benutzen werden, die haben wir nun abgeschlossen. Also da können Sie sich schon mal freuen, dieser erste Schritt ist geschafft. Bitte machen Sie sich mit diesen Grundlagen, den Definitionen, die in den verschiedenen Screencasts besprochen worden sind, sehr eng vertraut, denn das erleichtert Ihnen das Verständnis der später besprochenen Zusammenhänge, die wir noch durchgehen werden. Was allerdings auch sehr wichtig ist, und das werden wir dann in den nächsten Screencasts besprechen, ist die Frage, wie grenzen wir diese verschiedenen Begrifflichkeiten nun gegeneinander ab? Wo hört das eine auf und wo fängt das andere an? Oder gibt es vielleicht Überschneidungen? Wie gesagt, um diese Fragen werden wir uns in den folgenden Screencasts kümmern. Bis dahin sage ich erstmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.